Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector und ich begrüße euch herzlich zu dem neuen Manga Ersteindruck. Heute mit einem Titel, wie er so auch wirklich nur aus Japan gefühlt kommen kann, und zwar Coffee Moon. Ein Titel vom Manga Kult Verlag, der auf der Animagic diese Limited Edition hatte. Und ich tatsächlich echt Bock drauf hatte und mir eigentlich sogar schon auf Englisch zulegen wollte, weil ich gedacht habe, boah, das klingt eigentlich ganz geil. Doch ob sich nun die deutsche Edition lohnt oder nicht, klären wir gleich. Erstmal, worum dreht es sich denn in Coffee Moon? Und ja, Coffee Moon ist ein ganz eigenwilliger Name, genauso wie schon der Titel sehr eigenwillig ist. Denn im Wesentlichen spielt das Ganze in einer sehr düsteren Stadt, wo es immer regnet, alles irgendwie sehr deprimierend ist und im Mittelpunkt steht dabei Peter. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist halt unsere Protagonistin, die trotz dieser wirklich beschissenen Situation versucht, einfach immer den besten Tag ihres Lebens zu haben. Denn warum sie so denken kann, ist relativ simpel. Peter ist in einer Zeitschleife gefangen. Sie erlebt den Tag immer und immer und immer wieder. Und letzten Endes erlebt sie den Tag einfach immer wieder gleich. Das Einzige, sie versucht sich immer wieder vorzubereiten auf den nächsten, indem sie mehr Sachen mitnimmt, falls doch irgendwie was schief gehen sollte. Einfach nur, damit sie am Ende des Tages ihren Geburtstag mit ihrer geliebten Mutter, die sich allerlei Mühe gegeben hat, ihren Kuchen zu backen, feiern kann. Jedoch dann plötzlich bei einer nach über 1000 Zeitschleifen wird auch ihre beste Freundin in dieser Zeitschleife gefangen. Und das verändert nun den kompletten Ablauf. Und nun zu den Grundinformationen. Coffee Moon stammt von Mochita Botta. Die Reihe ist in 6 Bänden beendet. Erscheint, wie eben schon erwähnt, bei Manga Kult. Es gab, wie eben schon erwähnt, diese Variant Edition auf der Animagic. Kostet 10 Euro pro Band und es ist übersetzt von Nana Umino. Und nun zu meiner Rezension. Okay, what the fuck war das? Das ist so eins dieser Werke, wo du nach dem Lesen gefühlt kein bisschen schlauer bist als vorm Lesen. Also, ja, es ist genau etwas, was ich aus Japan erwarten würde. Ich finde die Idee mit dieser Zeitschleife nämlich auch sehr geil weird umgesetzt. Weil Zeitschleifen finde ich ist eigentlich ein relativ interessantes Konzept, was durchaus mehr Manga eigentlich mal ansprechen könnten, finde ich zumindest. Aber ja, das ist mal eine sehr interessante Herangehensweise, wie man halt mit Peter eine Protagonistin hat, die in dieser wirklich beschissen traurigen Welt versucht immer irgendwie einen vermeintlich schönen Tag zu haben, was schon wieder teilweise auch irgendwie creepy rüberkommt, wie sie immer gut gelaunt ist und alles. Manch einfach denkt, was stimmt mit der nicht? Vor allem als man dann eben erfährt, ey, die hat schon über 1000 Mal versucht, also schon über 1000 Mal diese Zeitschleife erlebt. Und sie versucht sie nicht zu durchbrechen, ganz im Gegenteil. Sie akzeptiert ihr Schicksal, dass sie jeden Tag aufs Neue das Gleiche erleben wird. Einfach nur, um ihrer Mutter nicht das Herz zu brechen, wenn sie am Abend nicht nach Hause kommt. Und es ist so seltsam, finde ich, umgesetzt. Dazu wird halt auch so vieles impliziert und irgendwie wirkt dann auch in dieser Welt so vieles falsch. Gleichzeitig weißt du aber als Leser nicht so ganz, okay, soll das nun Foreshadowing sein? Wird das wichtig für die Zukunft? Oder ist das einfach nur irgendwie, ja, es ist halt eine weirde Welt, deswegen ist das da halt so. Und wie gesagt, nach Band 1, du bist kein bisschen schlau und es kommen Charaktere, die seltsam sind vor. Und du denkst dir nur so, ich habe keine Ahnung, wohin die Reise gehen wird, aber ich habe Bock drauf. Denn ja, es ist so eine dieser Storys, wo du keine Ahnung hast, was dich erwarten wird. Aber irgendwie denkst du so, oh, das könnte eigentlich ganz geil werden. Dazu hat es halt auch einen echt eigenwilligen Artstyle. Den erkennst du halt sofort wieder. Mit teilweise extrem schönen Seiten.
wo du beim Lesen halt auch nur denkst, okay, das sieht irgendwie cool aus. Hier zum Beispiel, da seht ihr halt auch, was, wie traurig diese Welt eigentlich wirkt. Und ich habe halt Bock drauf, vor allem, was dem Werk zugutekommt, dadurch, dass es jetzt mit 6 Bänden beendet ist, hast du halt nicht das Gefühl, boah, oh Gott, das will was. Worauf lasse ich mich denn da schon wieder ein, weil Manga kult ja zumaßen oft sehr, 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 sehr lange Titel. Da finde ich 6 Bände vollkommen legitim. Aber ja, das ist so ein herrlich weirdes Werk, deswegen ich auch jetzt gerade nicht mehr groß viel dazu sagen kann. Weil es halt für mich als Leser super viele Elemente hat, wo du ja auch nur denkst, okay, wohin wird die Reise gehen? Wird Peter nun letzten Endes versuchen, ihre Zeitschleife zu durchbrechen? Oder wird sie irgendwann wieder zurück zu ihrem normalen Muster der Zeitschleife kommen? Wird es noch mehr Charaktere geben, die in dieser Zeitschleife gefangen sein werden, sich dem eben bewusst sind? Und das macht es irgendwie geil. Inzwischen ist auch mein Fazit. Coffee Moon ist so ein herrlich weirdes Werk, wo ich mir beim Lesen die ganze Zeit nur gedacht habe, okay, cool, irgendwie cool. Es fällt mir auch super schwer, das Ding hier zu rezensieren. Eben weil ich euch auch gar nicht so viel sagen, auf so vieles nicht eingehen kann, weil ich halt auch zum Teil nicht mal weiß, inwiefern wird es wichtig. Aber wenn ihr Bock habt auf eine herrlich seltsame Zeitschleife, wie sie so gefühlt nur aus Japan kommen kann, dann ist Coffee Moon Blick wert, doch. Das ist eine echt gute 7,5 für mich. Ich freue mich auf die nächsten 5 Bände. Ich werde es wahrscheinlich bingen. Also ich werde mir die anderen 5 Bände dann wahrscheinlich holen, wenn der letzte Band raus ist und dann schön am Stück weglesen. Da kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass das so ein schönes Werk einfach für einen Samstagnachmittag ist, schön ein Stück. Ich hoffe natürlich, dass das Ende nicht verkackt wird, aber doch, eine Empfehlung, geht raus, wenn ihr was Seltsames wollt. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo sowieso. Und es bleibt viel zu Hause. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao!